Ich hoffe irgendwie, dass ich ein Tonbiom finde. Ein was Biom? Ich nämlich dringend Ton. Ach so, Ton. Ich habe was anderes verstanden. Was dann? Ich habe Thronbiom verstanden, also wie der Königsthron. Nee, die habe ich nicht. Habe ich mir gedacht, warum sollte es sowas geben? Es gibt dann Dörfer. Da gibt es dann nur Gold und königliche Sachen. Ja, es gibt das Nether. Von daher, ich glaube, das kommt relativ nah ran. Aber Gold ist. Also, was ist denn für eine Struktur da oben? Aber Gold ist ja auch eine ziemlich sinnlose Sache in Minecraft, oder? Nicht mehr. Brauchst du fürs Nether, ansonsten wirst du von allem angegriffen. Außer für einen Apfel vielleicht, da wäre das noch möglich, aber. Ja, erstens aus dem Zweiten brauchst du mindestens ein Goldrüstungsteil, um mit dem. Um in Ruhe im Nether zu sein, ohne von jeder Scheiße angegriffen zu werden. Ja, es macht doch keinen Spaß, wenn man nicht angegriffen wird. Ja doch, du brauchst Viecher zum Handeln. Oder hast du das Nether-Update nicht mitgekriegt? Ich weiß es nicht. Du weißt, dass es jetzt im Nether verschiedene Biome gibt, oder? Ich weiß gar nichts von Minecraft. Okay, cool. Da habe ich dich gespoilert. Schön. Von Netherite-Rüstungen, oder? Ich wiederhole, ich weiß gar nichts von Minecraft. Bin froh, dass ich überhaupt mein Haus gebaut kriege. Absoluter Minecraft-Noob. Hm, ich dachte, du guckst wenigstens irgendwelche YouTuber. Ich hab mal das Minecraft-Let's Play bei Gronkh geguckt, aber das ist auch schon. Ich hab mal Gronkh geguckt vor Jahren. Ah, das ist auch schon 100 Jahre her. Das ist ja. Minecraft Gronkh ist ja. Obwohl Life in the Woods ist gar nicht mal so alt. Aber. Auch schon einige Jahre. Ich meine 2016, dass ich mit YouTube angefangen habe, ist jetzt auch schon. Also, dieses Jahr im Februar. Dieses Jahr im Februar habe ich mein 5-jähriges gefeiert, also. Autsch. Ich hab nen Hund. Dann verliere ich nicht wieder. Dann verliere ich nicht wieder. Dann verliere sie nicht wieder. So, einmal der Farbstoff und einmal. Und Betten hast du dir natürlich keine mitgenommen, oder? Hä? Betten hast du dir keine mitgenommen. Nee. Das ist blöd. Und wenn du jetzt stirbst, dann willst du all dein Zeug wieder verlieren, oder was? Ich hab nicht vor zu sterben. Das hast du nicht gut durchdacht. Dann kommst du halt wieder ins Dorf zurück. So, 200, das heißt, ich mach mich auf den Rückweg, würde ich sagen. Aha. Und ein Pferd und ein Hemtag. Ich angel dann. Na, dann viel Spaß. Ich hatte ja vor, irgendwas zu finden. Ich hab doch mich insgesamt. Ich habe insgesamt, glaube ich, 10 oder 12 Stunden geangelt. Das ist irgendwie ich über Tage verteilt. Ich werfe einmal die Angel aus und hab dann direkt einen Name-Tag. Das würde mich ein bisschen. Das finde ich nicht so schön. Ich wollte eigentlich Kühe finden für Leder, damit ich die scheiß Karte aufhängen kann, aber. Oh, ich kann übrigens ein Bett machen. Hi. Schlaf. Hunde, tun Sie Ihr Ding. Hunde sind sehr angenehm. Doch, mach da. So, brauche ich irgendwas in der Hand, damit ich die hier abbauen kann? Hunde sind so nützlich. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich werde nie wieder
dass ich das Inventar geöffnet habe. Super. Ich werde nie wieder irgendwas selbst machen müssen. Aha. Bis sie tot sind. Ist doch blöd. So, nicht selber kämpfen zu müssen, ist doch super. Hast du gerade ein Bett? Nein, aber ich habe gerade einen Block platziert und dachte, es wäre ein Crafting Table. Kannst du den Crafting Table machen und dir nur und den. Ja, ich bin doch gerade dabei. Nachts ist doch ein bisschen unangenehm hier. Bett kommt. Bett ist da. Musst du nur. Sag Bescheid, wenn du drin liegst. Geh ins Bett. Hier okay. Ist ein Skelett in der Nähe. Sekunde! 3, 2, 1. Das Bett ist ein bisschen weiter entfernt. So, jetzt bin ich drin. Sehr schön. Bett entfernt. Das heißt, ich komme am Spawnpunkt raus. Das sehr schön. Ding lasse ich mal da. Könnte nützlich werden. Jetzt muss ich nur. Habe ich gerade das W abgeschickt, was ich aus Versehen gedingst habe? Nee, das war ich. Ich habe Ws geschickt. Ja, das passiert. Oh, ich habe Kürbisse gefunden. Seltener als Diamanten. Und ich habe hier irgendwo einen Zombie. Oh, ich hab Skelett. Verpiss dich, du Wichser. Oh! Die Jungs haben das Skelett erledigt. Oh, hi. Okay. Der Zombie kommt nicht an mich ran, weil ich auf zwei Blöcken Erde stehe. So, ich gehe jetzt in Richtung Nullpunkt. Okay, darüber. Ja, das ist der Berg. Ich erkenne. Ah. Brenner. Ich muss gar nicht so weit laufen. Haha, was für ein Loser-Zombie. Yo, ich stand gerade auf zwei Blöcken. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe ein Schwein für eine Kuh gehalten, weil er. Im Dunkeln, ein Schwein für eine Kuh. Nachts sind alle Schweine dunkel. Nachts sind alle Schweine Kühe, du weißt, was man sagt. Das ist gepunkt, das sieht aus wie eine Kuh. Ich habe auch goldene Schweine hier. Erinnerst du dich? Warte mal kurz, ich muss gerade in Streamlabs was hinzufügen. Ein Quote hinzufügen. Streamlabs. Gefunden. Diesmal tatsächlich. Nachts sind alle Schweinekühe. Geil, Leder, scheiße. Stream. Moment. Maps. Dafür ist das doch da. Frau Kuh, kommen Sie bitte. Okay. Ich habe zwei Kühe bei mir. Ich habe zwei Kühe und zwei Hunde. Es war eine sehr erfolgreiche Reise. Ich habe alles, was ich wollte. Aha. Wozu brauchst du das? Kühe, damit ich Kühe züchten kann und Hunde, weil Hunde sind cool. Mhm. Wir verteidigen dein Haus. Nee, ich werde wahrscheinlich meistens dabei haben, wenn ich auf Reisen gehe. Weil die halt super nützlich sind, wenn ich irgendwelche Gegner nicht erkenne oder sowas. Der Gesang nervt ziemlich. Hast du wieder was Japanisches? Nier, ja, ganz genau. Ah, Nier. Ich wusste, er hat sehr viele Nier-Tracks drin. Die sind aber auch echt gut. Ich find's nicht so toll. Magst du auch keine japanischen Sachen? Ich bin nicht so der Fan davon. Alter Kuh, komm. Leg deinen fetten Arsch. Das war sehr schnell bewegt. So, ich muss hier noch ein Cloudbot. Commands, Quotes. Das neue Command, Add a Quote. Nachts sind alle Schweine Kühe. Oh, wir haben einen verloren. Nein, wir haben keine verloren. Sehr gut. Okay, wir sind fast in der Nähe. Ah, da vorne wären eh noch mehr Kühe gewesen. Bisher habe ich nur Herr der Ringe Zitate. Warum? Weil wir selber noch keine so prägnanten Zitate aus dem Stream haben. Okay, die Kühe kommen. Hast eine ganze Kuhherde mitgebracht.
Ja, zwei Stück, damit wir züchten können. Hast du zufällig eine Art Gehege bei dir? Oder ähnliches? Definitiv nicht. Gut, das heißt, ich muss was bauen. Ah, jetzt haben wir eine verloren. Hast doch genügend noch. Ja, ich habe aber keine Leine gerade. Ich muss die erst wiederfinden. Prof und seine, Modi und seine Kühe. Ja, wir haben eine verloren. Du hast eine verloren. Ja, heißt, ich muss auf Weizen umspringen. Kein Weizen dabei. Wirkt die Karotten? Hier im Dorf gibt's einiges an Weizen. Ja, schön. Oh, da ist die Leine. Sehr schön. Das heißt, wir sind wieder auf Spur. Ich baue hier gerade einen Baum ab. Um dann den Berg abzubauen. Ja. So, Kuh. Kommen Sie. Ich habe dann gleich den Berg in Form gekloppt. Dann kann ich mit dem Inventar anfangen. Also mit dem Innenraum. Mit der Innenausstattung. Mach das. Ich komme immer weiter in die Nähe. Uh-huh. Ah, hier sind wir schon. Moment, da kann ich doch... Ich kenne doch den Weg hier. Wir müssen doch direkt zu meinem Berg gehen. Ja, die Lavaquelle kenne ich. Oh, wir haben einen verloren. Was, zu welchem Berg? Zu meinem. Wenn ich mich nicht stark irre, müsste es hier direkt zu meinem Berg gehen. Denn diese Lavaquelle hier, die kommt mir sehr bekannt vor. Ja, meiner ist ja eher ein Hügel. Das ist ja eine Hobbit-Hügelhöhle. Meins ist wirklich ein Berg. Ja, Berge sind ja, die, wo oben. Berge sind ja die, wo oben Schnee drauf liegt. Das ist ja hier. Deshalb verkleinere ich den sogar ein bisschen. Der ist ja wirklich. Eine Hobbitshöhle soll auch nicht so riesig aussehen. Lol. Drauf schreibt lol. Also Prof ist heute auch mit dabei. Stellen wir mal fest. Er ist eine Art von dabei. In gewisser Weise ist er mit dabei. Immer in unseren Herzen. Ich bin beeindruckt, dass ich heute tatsächlich geschafft habe, was ich vorhab. Hey zu den Zuschauern. Ja, Prof ist auch am Start. Zu allen einen, hey. Na, später in der Aufzeichnung vielleicht auch, vielleicht mehr. Ich habe überraschend viele Aufrufe auf die erste Folge. Restlich mal nicht umgeschnitten hoch, also wirklich komplett einfach die Aufzeichnung. Ich schneide die, naja, schneide die nicht ordentlich, aber ich schneide die in Parts. 30 Minuten Parts. Ich absolut nicht, das ist mir echt zu doof. Ich mach mir die Mühe. Ansonsten Fuchs. Wird nicht viel rausgeschnitten. Fuchs gefunden! Bring's mit! Jungtiere. Bring mit! Nee, wir brauchen Jungtiere dafür. Andere kann man nicht zähmen. Wir müssen bei Serpi. Ja, wenn der dabei ist, dann gehe ich auf Fuchssuche. Der braucht ein paar Füchse als Haustier. Warum überhaupt? Wenn du noch einen Sessel kraften kannst, dann ist das noch perfekt. Okay, ich verstehe. Das hat ein bisschen sehr lang gedauert. Ja.
Kann man eigentlich Sessel craften hier in Minecraft? Und Treppen als Sessel benutzen. Ja, und den Fuchs draufsetzen. Oh mein Gott. Der hat wirklich lang gedauert, um zu zünden. Meine Fresse, da bin ich nicht stolz drauf. Ja. Beide verloren, schön. Ist ja eine ganz andere Community, ist ja. Na, wenn Sepp jetzt mit da reinkommt, ist er jetzt los, kommt dann, da schwappt die Community vielleicht ein bisschen rüber. Meinst du, jetzt ist überhaupt die Community? Unterwegs bin ich ja sowieso generell nicht wirklich in YouTube. Nein, ich sag's mal so, Sesselfuchs ist ja die. Ist ja die größere von. Also Seppi ist ja Teil von Sessels Community, nicht andersrum. So. Hm. Wir sind eher die kleineren YouTuber, das ist ja. Oder überhaupt welche. Ich habe in den letzten Monaten ein Video hochgeladen. Und das waren. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber so auf Twitch ist die, also. Die hat schon mehr, der lohnt sich bei der einzuschleimen. Für dich lohnt sich sowieso bei jedem einzuschleimen. Ich mach das ja echt mittlerweile nur noch, aber weil ich Spaß hab. Au. Oh, Netherportal gefunden! Ja! Einschleimen tue ich mich aber keinem. Es ist ja. Ich hab potenziell Nametags gefunden. Sehr schön. Und ein kaputtes Netherportal. Bauen wir nur noch ein Pferd. Das kann ich mitnehmen, dafür hoffe ich halt an die Kuh, die sind weniger selten. Also wenn du mehrere Nametags findest, dann bräuchte ich auch noch zwei für meinen Namen und mein Pferd. Nee, wenn ich zwei finde, eins fürs Pferd wegen dem Job, aber das andere benutze ich für meine Hunde. Oh. Horst und Pferd, die müssen noch Namen und Nametags kriegen. Muss doch mal wieder angeln. Doch mal wieder angeln gehen. Wie komme ich da in die Kiste? Ah, so. Und wir haben Gold und viele Flints und nur Scheiße. Schade. Animal Crossing. Oh nein, nicht in die Lava fallen, Jungs. Nicht in die Lava fallen, Jungs. Okay. Sind sie in die Lava gefallen? Nein. Schade. Weder die Kühe noch die Hunde. Und Ocelots hast du noch nicht getroffen. Die gibt's glaube ich nicht mehr, es gibt nur noch Katzen. Katzen spawnen bei Dörfern, das heißt, wenn wir Katzen wollen, müssten wir ein Dorf aufbauen. Das heißt, Villager irgendwie zu uns schaffen. Kommt ihr hier durch, Kühe? Jo, Kühe kommen durch. Habe ich gerade Leggings an? Nein. Okay, cool. Effizienzspitzhacke! Nice, du hast doch einen Amboss, oder? Ich habe einen Amboss noch nicht zu stehen, aber in der Kiste habe ich einen. Der kommt dann innen bei mir rein. Jo, ich glaube, wir haben dann ein Buch, was wir ambossen müssen. Ich weiß nicht, ob ich den bei mir aufstellen will. Ich finde Ambosser so toll. Der kommt bei mir auf irgendeinen Vorsprung, dass man den einen Dirtblock drunter und dann. Ich muss auch mehr machen, aber ich habe gerade nicht das Material dazu. Aber ich brauche den dringend, weil ich möchte ganz gerne Effizienz hier machen. Wird eine Hinrichtungsstelle. Ja, 10%. Und wozu waren das jetzt? Ach so, zu dem, dass er anwesend ist. Jo. Ja. Er kommt auch im Part mit vor. Okay, wo lang muss ich? Ich muss hier lang. Dass ich keine zu blöden Situationen hier bringe. So, ich habe wertvolle Ware dabei. Abgebaut. Ich habe beide verloren. Ich habe wieder Erde, falls du welche brauchst. Jede Menge habe ich. Falls wieder Bedarf ist. Nein, aber ich habe gerade beide Kühe verloren. Oha. Ich meine, ich habe sie jetzt wieder, aber gut, dass es mir aufgefallen ist. War halt wieder perfektes Comedy-Timing. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe keine gefährliche Situation herbeiführen, ich habe wichtige Ware dabei. Scheiße, ich habe es verloren.
Hätte man dabei sein müssen. Ich glaube, ich habe deinen deinen Stream-Aufzeichnungskanal noch gar nicht abonniert. Musst du auch nicht. Weil ich deine Dinge noch gar nicht in der Abo-Box hatte. Ich habe nur. Genossen. Oh, Respekt, Gesundheit. Der Genosse hat genossen. In der Tat. Puh. Oh, ich bin bei den Lavafällen gelandet. Ich glaube Modis Gaming Stück Gedöns habe ich abonniert. Ja, das. Da kommt nichts. Ich arbeite dran. Ich muss nur noch das nächste wäre wahrscheinlich, dass ich was über Biomutant mache, weil ich das Spiel im Gegensatz zu allen anderen echt nicht schlecht finde. Bisschen unpoliert, aber gut. Alle anderen hassen es. Ich will unbedingt was über Erwartungshaltung und wie sie alles komplett zerstört machen. Na, ich habe die Zeit dazu, die Skripte tatsächlich fertig zu kriegen. Und ich glaube zwar nicht, dass sie meine Videos guckt. Deshalb können wir sagen, und selbst wenn sie es guckt, nicht persönlich gemeint, aber ich muss demnächst mal Ninilein deabonnieren, weil es ist. Ich habe die schon länger in meiner Abo-Box drin und ich habe nie was von der geguckt. Ich habe es mal versucht, aber es ist nichts. Ich auch. Es ist halt was, da muss man im Stream dabei sein. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht wollen würde. Also ein paar Videos habe ich mal reingeschaut, wenn es um 4/5 ging. Also wenn sie wieder mal jetzt im Mai ein Weihnachtsvideo von uns hochgeladen hat. Ja. Da jetzt mal mit reingeguckt. Hab dann in die Kommentare geschrieben, lol, unser Weihnachtsspecial jetzt im Mai. Die Upload-Rate ist halt auch seltsam manchmal. So wie ich. So wie ich lädt so. Ja, bei ihr halt ein bisschen seltsam, was ich immer kritisiere, was ich auch selbst schon geschrieben habe in die Kommentare. Dass sie halt wirklich manchmal seltsam hochlädt. Also ich lade halt dreimal drei Videos hoch, das ist schon ein bisschen viel, verstehe ich auch schon. Ist auch ein bisschen seltsam. Aber was sie macht, sie lädt halt wirklich unregelmäßig hoch und dann manchmal auch 5 Videos gleichzeitig, also 5 Videos zur selben Uhrzeit, die irgendwann dann. Das ist ja, halt. Ich weiß, dann halt auch noch mitten in der Nacht irgendwann. Ich würde es wahrscheinlich auch öfter gucken, wenn es halt das soll jetzt, sowas wäre. Das soll jetzt keine. Absolut nicht, aber. Das soll jetzt kein Runtermachen sein oder so weiter. Oder das ist. Ich meine, sie ist eh schon aus unserem Squad raus. Das ist. Wir werden sie ja, dadurch das, jetzt nicht das verlieren, aber. Das hast du verkackt mit deinem seltsamen Mangas-Zeug. Ja, es ist. Hast du ein Bett dabei? Habe ich mich gefragt. Ja, ich habe immer ein Bett dabei. Ich bin bei meinem Haus hier. Sehr gut, dann einmal Bett. Ist jetzt das erste Mal, dass wir das in einer Minecraft-Folge, dass wir jetzt auch in der 5. Aufnahme, in der Aufnahme das sagen. Allgemein, dass wir es mal sagen. Sie hat sich ja verabschiedet. Das ist wegen dem Among Us-Turnier. Ja, ich muss sagen, das war auch nicht. Das war nicht deine Glanzleistung. War nicht gut, das auf dem 4/5. Sommer zu platzieren. Zweitens, es hat echt nicht gut funktioniert. Ich habe reingeschaut. Es hat auch wirklich nicht funktioniert. Es war ja noch ein bisschen. Wir planen da noch. Ich habe jetzt einen Server extra dafür erstellt. Wir planen jetzt noch ein weiteres Turnier, falls das irgendwann mal schafft. Also klappt es mit mehr Leuten und besserer Vorausplanung und so weiter. Aber es war der Fehler, dass auch wirklich dort auf dem Server. Das war, ja. Wir haben eine Kuh verloren. Aber trotzdem, ich verstehe es nicht ganz, warum man deswegen gehen muss. Ich verstehe es auch nicht. Ne, ist halt ihr. Ist ihr Ding. Kann sie machen. Sie ist ja nicht gezwungen. Es geht uns ja nichts an. Es ist ja. Sag nur, die Uploads sind echt seltsam. Wir dürfen uns auch nicht in ihren Upload einmischen, das ist ihr Ding, das ja, ist so nicht. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Und auch der 4/5. Squad, das ist eine freiwillige Sache, wo wir gemeinsam Spaß an Spielen haben, also wenn wir es ist vor allem eine tote Sache.
Werder. Du, ich, die sowieso vorher schon Kontakt hatten und Prof ist dazu gekommen. Und Serpi wird jetzt vielleicht mal schauen, müssen wir mal gucken, wie es jetzt mit dem kommt, ob der mal dazu kommt. Erstmal jetzt, erstmal testweise jetzt als Gast, jetzt mal testweise ein paar Aufnahmen jetzt drin, aber wenn er Zeit hat, wenn er das ist, dann ist halt als Spielegemeinschaft zu verstehen, das Ding. Und wenn das halt, ja, wer nicht mehr mitspielen will, der. Ja. Der will halt nicht mehr. Takeru ist auch noch irgendwie mit dabei, aber der ist anwesend. Ich glaube nicht mal das irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe den mehrfach schon angeschrieben, der schreibt nicht mehr auf Discord und. Ja. Vielleicht ist er auch gestorben, wer weiß. Also ernst gemeint jetzt. Ich habe keine Ahnung. Man weiß das nicht. Es kann sein, dass er einen Autounfall oder so hatte. Ich weiß nicht, er lädt auch nichts mehr hoch. Von daher. Ja. Zumindest Josh Media-mäßig ist er tot. Das wollen wir mal nicht hoffen. Natürlich nicht, aber es kann durchaus sein. Es erscheint nicht. Sein ehrlich. Kann alles. Ich habe gerade eine sehr unpassende Musik dazu. Das war, wenn wir hier gerade über tot. Nee, nicht SpongeBob, aber es ist so eine. Passt, aber passt auch wieder nicht. Ist halt so ein bisschen eine Action-Musik, so ein bisschen. Ein bisschen. Es ist ein. Der Dark Souls Kampf-Soundtrack von Bossen. Also es passt, aber es klingt irgendwie pietätlos irgendwie. Verstehst du? Also diese Art von passt nicht. Also es passt schon musikalisch, aber es ist irgendwie gerade. Irgendwie will ich das gerade nicht, diese Art von Musik, während wir darüber reden. Verstehst du? Ja. Diese Art von passt nicht. Also Leute, das ist. Wie gesagt, ich hatte gerade Samsung-Werbung, das war auch nicht viel besser. Okay, ich brauche eine neue Spitzhacke. Übrigens, Update: Meine Hunde haben das. Jetzt habe ich ein Schaf mitgenommen. Bist du jetzt wieder angekommen oder brauchst du noch? Nee, ich bin noch auf dem Weg. Die Kühe sind sehr. Die Kuh ist sehr. Widerstandsfähig, sagen wir mal. Dann schlag sie. So agil, dass die Wände klettern können. Dann prügel sie ins Dorf rein. Dabei stirbt sie vielleicht, aber. Nee, dabei stirbt sie wahrscheinlich. Sie darf auch keinen Fallschaden kriegen, weil die Hunde haben die letzte umgebracht. Tja. Weil die zufällig Schaden in meiner Anwesenheit gekriegt hat. Spitzhacke wollte ich mir machen. Ich hab auch hier mein ganzes Eisen. Ich hab einen Zombie in der Nähe. Das hier ist nicht so cool. So, mal schauen. Wie weit bin ich denn noch? Ich bin noch etwa 300 Blöcke weg. Und wir haben die Kuh verloren. Okay, scheiß auf die Kuh. Also doch keine Kühe. Ich werde jetzt nicht den Berg irgendwie wieder hochklettern, um die Kuh, die gerade hier vor meinen Augen gestorben ist. Eine Bergkuh. Hier einfach im Sumpf nachgucken, ob wir da eine haben. Also wir haben hier Schafe. Und wir haben eine Lange. Ja, im Sumpf habe ich eine Kuh gesehen. Ich meine, da war eine gewesen. Also ich habe ein Schaf hier auf meinem Berg. Ach, das Profs Schaf, das ist einer von. Das ist eines von Profs Schafen, die hier abgehauen sind, die ich mal freigelassen habe. Die bei mir auf dem Berg hoch oben ist. Oh, ich habe Kürbisse gefunden. So selten, Mensch. So selten wie Diamanten. Ja, das wird halt nicht alt. Ich glaube, wir haben einen Hund auf der Reise verloren. Den Gelben. Du hast ihn verloren. Da ist der Gelbe. Aber um zurück zum Thema, zu kommen, also Serp, ich weiß nicht, was Serp überhaupt, ob der irgendwas macht. Das ist, also auf YouTube sieht es ein bisschen leer aus bei ihm. Vielleicht lädt er ja dann Minecraft hoch. Also Team tut er ab und zu mal. Das habe ich dann gesehen, habe ich schon gesehen. Also weiß, hau ich ein Pferd mit. Aber es ist auch nicht, ist ja auch nicht verpflichtend bei uns im 5.5 Discord, dass man aufnimmt. Prof macht ja auch nichts. Das ist ja auch. Außer Twitter triggern und dann den Account zu löschen. Und ganz ehrlich, Mordi macht ja auch nichts. Das ist so wirklich. So wirklich. Ich tue was auf dem anderen Kanal und ich arbeite dran. Ich bin nur sehr langsam und tatsächlich Themen nicht mehr aktuell. Ich hab jetzt erst. Musste schneller werden. Ich hab jetzt erst letztens ein komplett fertiges Skript für Watch Dogs Legion
Ja gut, Watch Dogs Legions ist jetzt nicht mehr... Und das ist seit fast einem Jahr raus. Kannst du ja immer noch veröffentlichen, das ist, kannst ja... Ich hab's ja nicht schadet ja nichts. Ich hab nur das Skript fertig geschrieben, ich hab so lange am Skript. Ich hab jetzt auch endlich mit Mario Odyssey angefangen, das aufzunehmen, das Let's Play zu bringen. Ich mach die nächsten 10 Jahre auch kein Mario mehr. Aber das ist halt, ist jetzt auch schon fast wieder Retro Mario. Es wird jetzt drüber geredet, dass eventuell bald Mario Odyssey 2 rauskommt. Das ist ja auch irgendwie, aber... Arsch. Nintendo und zweite Teile. Ja, The Legend of Zelda, wie hieß das? Breath of the Wild kommt wirklich ein zweiter Teil raus. Bestätigt. Das ist aber nicht Nintendo. Bestätigt von Nintendo. Ja, natürlich, aber das ist nicht direkt Nintendo, das ist wieder eine Unterfirma, genau wie bei Pokémon.